Herzlich willkommen beim VfR TV an diesem kalten Mittwochabend. Das Nachholspiel vom 22. Spieltag gegen den TSV Schwab München stand an. Die Trainer begrüßten sich und die Mannschaften wärmten sich beide auf. Nachdem unsere Jungs im Hinspiel gut gespielt haben, aber leider keine Punkte mit heimgebracht hatten, wollte unsere Mannschaft unseren Fans des VfR Garching 3 Punkte schenken. Soros Hamid leitete die erste Chance im Spiel durch Florian Deparato ein. Doch der Keeper stand in der richtigen Ecke und leitete gleich den Konter ein. Mit einem weiten Abschlag kam der TSV Schwab München zum schnellen Abschluss. Unser Keeper hatte wie immer ein gutes Auge und der Ball ging ins Aus. Oliver Haug ging über rechts und flankte auf den mitgelaufenen Georg Ball. Doch Ball übers Tor. Balleroberung auf der linken Seite. Und mit 2-3 Ballkontakten kam Soros Hamid zum Abschluss. Doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Nach gewonnenem Zweikampf im Mittelfeld und einem Pass in die Tiefe ging Oliver Haug aufs Tor zu. Doch der Keeper vom TSV war auf dem Posten. Die anschließende Ecke schoss Deparato direkt auf den Kopf von Mike Niebauer. Aber der Keeper war mittlerweile warm geschossen und hielt. Nach Eroberung im Mittelfeld und einem Solo kam der TSV zu seiner größten Chance im Spiel. Doch Wachenheimer verkürzte den Winkel und der Schütze schob den Ball am Tor vorbei. Trainer Daniel Weber gefiel diese Chance gar nicht und sprach gleich mit seinen Jungs. Deparato und Dennis Niebauer sprachen vor dem Freistoß kurz miteinander. Florian nahm dann Maß. Der TSV hatte zu diesem Zeitpunkt nur kleinere Chancen bei Standards oder mit Fernschüssen. Doch Stefan Wachenheimer war zur Stelle, wenn man ihn brauchte. Der TSV wollte spielerisch von hinten rausspielen, doch unsere Jungs setzten den Gegner immer wieder unter Druck, sodass er sich nur mit einem langen Ball helfen kann. Direkt Pass von Georg Ball und Dennis Niebauer kommt im 16-Meter-Raum zum Schuss. 37. Minute, Tor durch unseren Kapitän Dennis Niebauer. Und er stand endlich 1:0 für den VfR. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit. Mein Fazit der ersten Hälfte ist, wir haben uns einige Chancen erspielt, doch trotz Kälte fehlte die Kaltschnäuzigkeit bei unseren Jungs. Schauen wir mal in die zweite Hälfte rein. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie für 2 Minuten. Doch unsere Jungs ließen sich davon nicht stören und Deparato mit feinem Pass auf Oliver Haug doch leider daneben. Scharfe Hereingabe. Doch leider fand Deparato keinen Abnehmer. Aber Dennis Niebauer holte sich den Ball und direkt auf Malamura und auch der schaltete am Keeper. Georg Ball legte sich den Ball zurecht, doch ein Abwehrspieler kam dazwischen. Deparato beim Eckstoß sieht, dass Daniel Steinacher in Position gelaufen ist. Doch was macht der Abwehrspieler da? Der Schiedsrichter stand gut und gab 11 Meter. Die Chance auf 2:0 zu erhöhen. Wie immer stand unser Kapitän Dennis Niemauer bereit und schaute sich die Ecke aus. Was? Der Keeper hält!
Doch der Anpraller direkt vor Dennis Niebauers Füße. 2:0. 60. Minute. VfR erhöhte auf 2:0. Weiter so, Jungs. Nach dem Anstoß kam der TSV zu seinem nächsten Torschuss. Nach langem Einwurf klärte Daniel Steinacher und der TSV hatte wieder eine Chance. Florian De Brato legte sich den Ball zurecht. Doch es sollte heute leider nicht sein. Schade. Der Keeper vom TSV machte das Spiel mal wieder schnell. Doch unsere Jungs eroberten sich den Ball und Philipp Könighof mit einem direkten Ball in die Spitze. Und so kam Dennis Niebauer zu der Chance zum Hattrick. Doch leider traf er den Ball nicht richtig. Nach Ecke für Schwabmünchen. Stefan Wachenheimer mal wieder geprüft. Oliver Haupt setzte sich am Flügel durch und seine Hereingabe nutzte Gerrit Arzberger für Georg Ball seine Chance. Daniel Weber erklärte seiner Ersatzbank die Situation aus seiner Sicht. Wolfgang Kleindienst mit direktem Pass auf Mike Niebauer und der direkt auf Soros Hamid. Der wiederum zurück auf Niebauer, doch leider fand er keinen Abnehmer. Der TSV probierte es immer wieder aus der Ferne, doch ein Abwehrspieler ist immer dazwischen oder die Spieler des TSV trafen den Ball nicht richtig. Dennis Niebauer und Gerrit Arnsberger waren die Hauptakteure der nächsten Chance des VfR. Doch leider war ein Abwehrspieler dazwischen. Unser Trainer verstand es einfach nicht. Aber baute dann die Jungs wieder auf. Spielende 2:0. Mein Fazit ist nach der zweiten Halbzeit: Spielstark waren wir wieder, aber unsere Chancen müssen wir mehr nutzen. Ab zur Pressekonferenz. Jetzt zur Pressekonferenz. TV Schwabing, Jörg Kanzörer und direkt an Daniel Weber vom VfR Gaiing. 2:0 Endstand, Jörg Kanzörer. Ihr Fazit zum Spiel? Ja, es versäumte in der ersten Halbzeit die erste riesige Chance, das Tor zu machen. Dann wäre das Spiel vielleicht auf einer anderen Seite auch ein bisschen gelaufen. Wir haben dann natürlich schwer gehabt gegen eine starke, spielerisch starke Garchimer Mannschaft. Die Qualität da von Garching besser war als bei uns und sich auch viel bessere Torchancen herausgespielt haben. Müssen wir auch, dann, ja, auch erkennen, dass der 2:0 noch gerechtfertigt ist. Dein Fazit zum heutigen Sieg? Ja, erstmal danke. Bei dem kalten Abend doch einige Zuschauer draußen. Ja, ich muss meiner Mannschaft gratulieren. Wir haben wahnsinnig gut losgelegt, 4 Chancen in der ersten Viertelstunde erarbeitet, fand ich sehr, sehr gut. Wir haben leider ein bisschen die Konsequenz vermissen lassen, am Anfang das Finale halt so zu spielen, bis dass der Ball im Netz auch zappelt. Dann hat der Guido recht, haben wir eine sehr, sehr gute Chance halt zugelassen. Und leider muss ich dann wieder nur sagen, wir vergessen zurzeit immer wieder und immer wieder, obwohl wir 2 Tore machen, dass wir dieses Finale einfach besser spielen. Bis zum Schluss, wirklich bis der Ball im Netz ist. Und da gehen wir ein bisschen fahrlässig mit unseren Chancen. Und wir hoffen, es bessert sich noch, dann haben wir noch viel Spaß. Dankeschön. Noch kurz was in eigener Sache. Ihr habt es heute alle mitgekriegt, die Bengalos. Also wir vom VfR Gaiing unterstützen natürlich das überhaupt nicht. Wir sind strikt dagegen. Und ich hoffe, dass in Zukunft sowas nicht mehr vorkommt. Ich glaube,
für alle Fans, die den Fußball lieben, hat das einfach nichts verloren am Fußballplatz. Für beide Trainer viel Glück für die Zukunft. Also, schönen Mittwochabend noch und hoffe, dass wir uns am Sonntag um 15 Uhr wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie wieder den VfR TV eingeschaltet haben und ich möchte mich natürlich den Worten von Günter Niebauer anschließen. Lasst uns unsere Leidenschaft dem Fußball widmen und nur dem Fußball und schaut wieder rein. Bis am Sonntag.